Herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Wooster und wir spielen Path of Exile in der Herausforderungsliga 3.22 Trial of the Ancestor. Und ja, was habe ich diese Woche vorbereitet? Auf jeden Fall, man merkt, man kann, also wenn man mehr Zeit hat zum Farmen, kommt auch mehr am Ende dabei raus. Und ich habe hier nochmal, wir hatten ja am letzten Wochenende hatten wir bisschen Probleme auch mit der Trial of the Ancestor, mit dem Auto-Battle. Und ja, ihr seht es, 3300 Leben ist jetzt nicht ultra viel. Deswegen habe ich nochmal zwei Ringe gekauft. Das zeige ich gleich. Ich möchte nur mal kurz was heute. Ich will nochmal kurz die zwei, drei Änderungen auf dem Bild eingehen. Dann kurz über den Bild sprechen. Und so, das ist nur damit ich nochmal alle abhole, von was wir reden. Und dann das Hauptthema soll heute sein, hier diese Gem, Wächter beseelen. Darüber möchte ich mit euch sprechen, auch welche Items, ich habe da einiges noch vorbereitet, auch was ich bis jetzt benutzt habe, etc. Und dann schauen wir mal, wie lange wir schon fortgeschritten sind. Und dann im zweiten Teil oder hinten raus werden wir dann vielleicht mal ein, zwei Maps laufen gemeinsam. Einfach damit wir eine schöne Stunde haben. Genau, das ist so mein Plan. Ihr seht, ne, also ich war mit dem Leben nicht zufrieden. Hier sind ja die Ringe, die wir gekauft hatten. Und da ist ja geil, dass halt minus 20% auf Elementarwiderstände ist. Weil das wirkt sich natürlich hier auch auf das Minus aus, was wir den Gegnern übertragen an Schaden. Und durch die Rüstung hier, wir machen dann keinen anderen Schaden außer Blitzschaden, aber wir skalieren dann mit diesem einen Gemmen zusammen. Dafür habe ich mir jetzt hier zwei Ringe gekauft, hauptsächlich mit Leben, Resistenzen, und hier hatte ich dann sogar ein gutes Angebot mit +3 zu eingefasster Gem. Jetzt nehme ich mal die Gems hier raus. Wir hatten ja vorher hier das Trotzbanner drin, das war ja hier drin, aber da wir jetzt hier +3 zur eingefassten Gem haben, und das ist ja fast unser wichtigster Aura, die wir laufen, und hier haben wir jetzt +4 zum maximalen Feuerwiderstand. Wenn wir die hier reingeben, dann haben wir ein 23er Gem, also Level 23, und auf einmal +5 zum Max. Das heißt, wir kriegen hier nochmal ein ganzes Prozent raus. Und wenn ich den anziehe, ihr seht, der Blitzwiderstand wird natürlich weniger, aber auch dadurch, dass hier Minus zu allen Elementar, also Minus zu Feuer und zu Kälte, Minus auch 20% ist, brauchen wir quasi die 20, können wir abziehen. 2x 20 von 100. Das heißt, wir müssen 60% Feuer und 60% Kälte ausgleichen mit den Ringen, und dann hätten wir die legalisiert. Und das habe ich hier auch versucht zu schauen, dass ich mindestens die 30%, weil ein Ring 30%, mindestens ein Ring 30% Feuer und Kälte hat. Und hier ist der andere. Was kann ich hier die Aura noch reingeben? Und hier haben wir auch Feuer, Kälte. Ich habe wirklich geschaut, dass diese zwei Sachen passen, dass wir in Summe auf die 100 wieder auf unsere, auf die 60% kommen, die ja hier fehlen quasi. Und dann alles, was drüber ist, ist natürlich nice to have. Und hier habe ich dann auch noch geschaut, Leben, der Flat, Fist Damage, da wir jetzt nicht direkt mit unserer Waffe angreifen, sondern dadurch, dass wir den Absolution Spell machen und dadurch kommen die Minions raus, wirkt sich das jetzt nicht wirklich auf unseren Damage aus. Nice ist auch noch drauf, dass hier nochmal die erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände drauf ist. Das ist nice, Dave. Natürlich, wenn man Magic Find Charakter spielt, dann ist das natürlich ein Hauptstat, und es gibt natürlich auch Builds, die dann hauptsächlich auch auf Magic Find und so gehen. Auf jeden Fall, wenn wir die zwei Sachen hier anziehen und das dann aktivieren, dann kommen wir statt 82, jetzt kommen wir schon auf 84%. Und wenn die Flaschen aktiv sind, wird ja immer das Höchste, das ist ja bei uns der Feuerwiderstand, auf Kälte auch angewendet. Und somit haben wir 84% jetzt Damage Reduce von Elemental Damage, den wir reinbekommen. Ich packe das mal in die Kiste. Also das war das erste Upgrade, was ich gekauft habe. Die Ringe haben in Summe, was haben die gekostet? Ich glaube, der hat 2 Divine gekostet und der war auch so 2 Divine. Also 4 Divine ungefähr die Ringe.
Genau, nur damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, was sowas kostet aktuell in der Season. Natürlich am Anfang der Season würde sowas mehr kosten, vielleicht später weniger. Und ich habe einerseits gefarmt, ein bisschen Glück gehabt, jetzt nicht ultra viel Sachen gefarmt, aber auch unsere Essenzen habe ich weiter gefarmt. Und ihr seht, ich habe einen großen Teil schon verkauft. Das habe ich jetzt unter der Woche gemacht. Und da sind ungefähr rausgekommen, es waren bisschen was über 1000 Chaos, also ungefähr 5 Divine. Genau, und da habe ich jetzt die Ringe davon gekauft. Ich habe auch noch so Chaos gefarmt. Und ich habe hier, glaube ich, genau, ich habe hier noch ein paar Scherben verkauft, also ein bisschen andere Currency verkauft, die ich jetzt nicht wirklich brauche. Und so bin ich dann auf die Ringe gekommen. Und ihr seht, zu 2 Divine und ich glaube 8, 9 Chaos, Divine oder so gemacht. Fehlt jetzt noch einiges und ich habe jetzt natürlich auch investiert in unseren Animate Guardian, so heißt er auf Englisch. Ich spiele ja hier die deutsche Version, Beseelter Wächter. Und der Beseelte Wächter ist ja so, ich versuche mal alle abzuholen, die jetzt nicht wissen, was das ist. Das ist ein Spell oder ein Spell. Und wenn wir dem Ausrüstung geben, die legen wir dann auf den Boden. Ich nehme jetzt mal das. Ich darf das nur nicht überschreiben. Hier im Hideout können wir das ja nicht auf den Boden legen, weil dann können wir das nur zerstören. Das wollen wir nicht. Aber ihr könnt, wenn ihr dann hier die ganzen Hideouts freigeschaltet habt, ich gehe meistens, ist einfach so aus dem Gefühl, ich gehe dann hier in die Menagerie. Hier können wir auf den Boden was legen. Hier ist auch der Vorteil, wenn ihr keine Leute in der Party habt oder so, dann kann ja auch keiner rein, also kann euch keiner das Item klauen, weil theoretisch, ja, wenn ihr das auf einer Map macht oder irgendwo, wo auch andere sein können und ihr lasst das jetzt hier einfach droppen, das ist jetzt nichts wert, ne? Aber wenn das irgendwas Teures ist und da rennt irgendwer vorbei und nimmt das auf und rennt weiter, dann ist das Item weg, ne? Also deswegen aufpassen, ich mache das dann gerne immer hier in diesen persönlichen Hideouts, das sind ja immer von den einzelnen Mechaniken, lege ich dann die Items auf den Boden, wenn dann der Spell aus... Hoppala, ist der falsche. Also, ja, kann nicht ausgerüstet sein, weil er nicht eingesockelt ist. Dann könnt ihr dann den Guardian ausrüsten. Und wenn ihr dann... Ihr müsst mit der Maus quasi auf dem Item sein. Und wenn das dann so aufploppt und wenn ihr dann auf R drückt, dann wird von dieser Gem diese Waffe konsumiert und ist dann in dieser Gem gespeichert. Und man kann dann, weil das ja ein Guardian ist, das ist wie ein Minion, den wir dann ausrüsten, und man kann diesem Guardian eine Waffe anziehen. Es ist dann egal, ob das eine Einhandwaffe ist oder eine Zweihandwaffe ist. Ihr könnt dem einen Helm anziehen, eine Brustrüstung, Handschuhe und Schuhe, Gürtel, Ringe und Schild geht nicht. Aber je nachdem, also Waffe, Helm, Brust, Handschuhe, Schuhe, je nachdem, was ihr ihm dann zum Fressen gibt, quasi, bekommt er dann die Buffs von diesen Items. In dem Fall, wenn wir ihm den Stab zum Fressen geben, bekommt er, glaube ich, ihr und Verbündete im Umkreis verursachen 18% mehr Damage. Das heißt, wenn der dann den gefressen hat und aktiviert ist, dann läuft der mit euch mit, wie die anderen Minions, und bufft dann die anderen Minions mit diesen Items, die er selber trägt, diesen Buff. Das ist so, wie wenn wir laufen und eine Aura hier oben am Laufen haben. Genauso hat der das dann als Aura konsumiert und gibt das dann an die anderen Minions weiter. Und nur damit man erstmal grundsätzlich versteht, wie funktioniert der Animate Guardian. Und mein erstes Setup ist fast immer, sind halt die Low-Budget-Items. Die bekommt man am Anfang einer Season für ein paar Chaos. Manche Sachen sind am Anfang noch ein bisschen teurer. Zum Beispiel hier der zündende Blick kann am Anfang noch 15 Chaos wert sein. Auch die Handschuhe können am Anfang ein bisschen teurer werden. Aber das sind so die Low-Budget-Items und also die Brustrüstung, die am Anfang in den ersten 2-3 Tagen, 4 Tagen schon sehr schnell im Preis fällt. Und man kann dann für 10 Chaos, sage ich mal, am Ligastart so ein Animate Guardian ausrüsten, so einen beseelten Wächter. Und das ist in meinem Fall fast immer, das ist so mein Standard. Vielleicht gibt es auch sogar für den Standard, für den Beginn,
ein Item, was vielleicht sogar noch besser passen würde als diese Items, die ich jetzt hier habe, möglich. Ich nehme die eigentlich hauptsächlich, weil sie einen Buff bringen für uns und die Minions und weil sie wirklich günstig sind. Weil man darf nicht vergessen, wenn dieser Guardian wirklich mal sterben sollte, und das ist ja das Ziel, dass man den so stark macht, so strong macht, dass er nicht sterben kann oder sehr schwer nur stirbt, weil wenn dieser Guardian stirbt, dann ist das Problem, dann sind diese Items natürlich weg. Das ist, kann man sich so ein bisschen so vorstellen wie Hardcore-Charakter. Wenn der stirbt, ist auch alles weg. Ja, und so funktioniert auch dieser Spell. Deswegen bin ich am Anfang immer ein bisschen zögerlich, gebe ich auch gerne zu, dass den wirklich mit geilen Equipment auszurüsten. Weil mir ist halt, glaube ich, jetzt in Summe zweimal schon gestorben oder so. Und wenn ich da jetzt aber am Anfang hier 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht 10 Chaos investieren muss, damit ich ihn wieder zum Leben erwecken kann, dann ist das nicht so bitter. Wenn man den dann aber richtig geil equippen will, dann kann das schon richtig teuer werden. Und richtig teuer meine ich wirklich unter Umständen teurer als euer gesamtes Gear. Deswegen, ich weiß, es gibt zum Beispiel eine Brustrüstung. Es gibt auch, glaube ich, diesen Mod. Genau, es gibt hier diesen Präfix. Wenn ihr zum Beispiel keine Unique Chest tragt, sondern irgendeine normale Rare-Rüstung und ihr habt einen Präfix noch frei, dann könnt ihr quasi diesen Präfix draufcraften. Zeige, das habe ich jetzt gerade hier irgendwas rum. Ich glaube, ich habe hier was. Ja, es ist jetzt nur zum Testen, kostet nicht viel. Ihr seht, es kostet nicht viel. Ich will nur schauen, ob ein Präfix frei ist. Natürlich, hier ist kein Präfix frei. Schauen wir mal kurz hier rein. Ja, das schaut gut aus. Dann könnt ihr am Anfang, ich suche mal kurz den Mod hier. Genau, dann könnt ihr diesen Mod drauf craften und dann habt ihr den. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel dann in der Map lauft und aus was für einem Grund auch immer der beseelte Wächter sterben sollte, dann wird der quasi gespeichert in seine Items und ihr bekommt quasi das zurück oder ihr könnt den dann wieder beleben, ohne dass ihr Items verloren habt. Ihr müsst aber bedenken, das geht halt nur bei Rüstungen, die rare sind. Also das ist hier golden, ist rare. Und ihr braucht einen freien Präfix, sonst könnt ihr das gar nicht draufcraften. Es kostet jetzt nicht die Welt. Ihr habt gesehen, es ist ein Chaos, es kostet eigentlich nichts. So kann man das nochmal versuchen, gerade wenn man am Anfang vielleicht noch nicht so gerade Liga-Start oder so noch nicht so optimierten Bild hat. Wo man noch ein bisschen was am Ausprobieren ist, wo man den hochlevelt, den Guardian, dann kann man sich mit diesem kleinen Trick behelfen, dass der Guardian dann nicht gleich komplett gone ist, ja. Da ich das nicht habe und ich relativ schnell wusste, ich werde mit dieser Brustrüstung spielen und ich den Mod dann nicht verwenden kann, war ich halt am Anfang sehr zögerlich, dem wirklich gute Items zu geben, damit, ja. Ja, weil wenn der Animate Guardian kostet jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Divine und wenn der dann stirbt und man hat selber vielleicht nur 3 Divine für sein eigenes Gear ausgegeben und der stirbt, dann ist das echt manchmal ja auch ein bisschen ein Season Killer. Deswegen, ich bin da immer ein bisschen am Anfang vorsichtig, wenn ihr genau wisst, was ihr tut und könnt ihr natürlich da auch reingehen. Ich wollte das nur anmerken, nicht, dass dann, ja, dann irgendwie wer traurig ist, wenn da mal ein Unfall passiert und dann auf einmal seine teuren Items kaputt sind oder weg sind. Deswegen aufpassen. Ich würde am Anfang aufpassen, schauen, ob ihr mit dem Guardian, so wie er ist, aktuell laufen könnt. Könnt ihr mit eurem Setup laufen. Ihr seht es ja, ich sehe ja am Golem zum Beispiel, ob der Leben verliert, weil wenn er Leben verliert, verlieren die anderen nämlich auch Leben. Und dann versuche ich die ganzen Mobs, da ich ja hier das Sammeln auf Laufen habe, immer wenn ich laufe, nach ein paar Sekunden, hole ich die Mobs immer zu mir zurück, automatisch werden die zu mir geportet. Und dann versuche ich aus der
Schadensquelle aus den Monstern wegzulaufen, dann werden die Monster zu mir teleportiert und dann bekommen sie nicht weiter Schaden, dann können sie wieder hochheilen und so kann ich versuchen zu vermeiden, dass sie sterben. Und ja, je nachdem, wie ihr dann euer Setup aufbaut. Und ganz am Anfang verwende ich halt hier den Todeshauch für Damage. Dann hier ist, glaube ich, nochmal auch für, genau, ja, einfach nur eine Rüstung. Ich glaube, die hat nur Leben oder so, gibt die. Man kann die Ladungen, leider habe ich noch keinen Schemen gefunden, mit Widerstandsladungen teilen oder der die bekommt. Dann nehme ich gerne den anzüglichen Blick. Ihr und Verbündete verursachten erhöhten Schaden, also nochmal Damage Aura. Hier haben wir, ich glaube, hier zählt nur erhöhtes Maximalleben. Und hier unten war, glaube ich, Movement. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, oder? Achso, nein, genau, Quecksilber. Genau, wenn wir Quecksilber, ist ja hier unsere Flask. Und immer wenn wir diese verwenden, wird das mit auf die Minions übertragen und die machen dann nochmal, sind dann nochmal schneller. Das kontert sich ein bisschen aus. Es gibt ja hier diese Minion-Note. Hier hinten. Ne, diese ist es. Genau, Erhöhung und Verringerung der Kreaturenstärken wirken auch auf euch. War das das? Ich glaube, oder habe ich das nicht mehr gelevelt? Aber es gibt dann auch eine Note, wo nicht nur der Schaden, sondern wo man auch die Minion, wenn wir Geschwindigkeit aufnehmen oder wenn wir schneller werden, werden auch die Minions schneller. Deswegen ist das, ja, aber das ist ein Grundsetup. Waffe, Brustrüstung, Kopf, Handschuhe, Schuhe. Für wirklich kleinen Taler kann man auch relativ schnell nachkaufen. Es gibt im und bekommt man relativ schnell. Genau. Das. Wie könnt ihr den Animate Guardian stark machen? Natürlich, wenn ihr die Gem einfach hochlevelt. Also eine Level 15er Gem ist natürlich schwächer wie eine Level 20er Gem. Und ihr könnt es dann, wenn sie 2020 ist, das hatte ich das Glück, mit einer Waldsphäre, wenn ihr die hier draufklickt, dann habt ihr die Chance, dass sie quasi verwandelt wird. Und in dem Fall hatte ich sogar das Glück, dass es eine 2120er geworden ist. Noch ein Ticken besser wäre nur noch, wenn sie doppelt bricht. Und zwar nicht nur 20 Quantity, sondern 23 Quantity bekommt. Das heißt, ganz optimal wäre 2123. Ist aber in dem Fall gar nicht so wichtig, kann ich euch sagen. Wichtig ist eigentlich nur das eine Level mehr. Weil dann kriegt man nochmal mehr, glaube ich, Kreaturenleben. Und nochmal mehr Damage machen diese dann. Also das, ja, selbst der Schaden ist für mich dann gar nicht so relevant. Aber halt das Maximalleben. Und da ich jetzt meinen Guardian schon ausgerüstet habe, wenn ich den jetzt quasi so wie jetzt eingepackt habe und wenn ich jetzt auf R drücke, dann wird ja automatisch gecastet und der ist dann aktiv. Und ihr seht schon, ich habe hier neue Sachen aktiv. Ich habe den natürlich jetzt in der letzten Woche während des Farmens, so wie ich das gesagt habe, dann immer besser ausgerüstet. Und einmal haben wir hier den Kingmaker drin. Der Kingmaker macht Todesstoß. Das zeige ich gleich, was das für eine Gemme ist oder was das kann. Erhöht der Gegenstandsseltenheit, zusätzliche Multiplikator für kritische Treffer und Verstärkung, während Verbündete im Umkreis Umkreis Königsmacher verwenden. Das heißt, alle, die jetzt hier in der Nähe von dem Guardian, hier der blaue, das ist der Guardian. Ihr seht, er hat die Waffe, er hat den Helm, auch die Brustrüstung schaut jetzt anders aus. Das ist, finde ich, ganz geil gemacht. Wenn ihr dem was anderes anzieht, eine andere Rüstung, was auch immer, dann sieht der auch so aus. Ja, also der sieht dann, der hat den Skin vom Helm, von der Brustrüstung etc. Und das heißt, solange man hier in der Nähe vom Königsmacher ist, also von dem Buff durch die Waffe, bekommt man Verstärkung. Diese Verstärkung macht nochmal, dass man weniger Schaden bekommt, in dem Fall 10% weniger Schaden, was gut ist. Und wir sehen dann auch hier, ah ja genau,
Hier ist ja noch geil, weil wir haben ja immer Plus zu Kreaturen gemmen und dadurch, dass wir ja auf der Waffe, auf dem Helm und auf dem Schild Kreaturen Fertigkeitsgemmen stacken, haben wir hier statt 21 haben wir jetzt schon Level 25 plus 4 Level. Ihr seht es nochmal, erhöhtes Leben. Der Schaden ist nicht so interessant, aber der physische Schaden mit Nahkampf ist gut und Bewegungsgeschwindigkeit bleibt gleich. Und Gegenstandsstufe 100. Also das heißt, welches Level hat der Guardian dann? Genau das. Dann möchte ich kurz zeigen, was der Todesstoß ist. Und zwar, das ist hier. Das ist Todesstoß. Das heißt, wenn normal oft, nicht immer, aber oft verwendet man gerne in irgendeinem Setup. Man hat so sein Angriffsspell, dann irgendwelche Support-Spells. Und einer kommt immer auf dem Bild an, aber verwende ich auch ganz gerne. Das heißt, wenn die Monster auf 10% Leben fallen, können sie einfach One-Shot umfallen. Das ist bei normalen Trash-Mobs gar nicht so interessant oder nicht so relevant. Das ist dann eher bei Elite, bei diesen Elite-Packs interessant, dass halt die Elite schneller sterben. Auch für unsere Strategie ist das ganz gut mit den Essenzen, was wir farmen. Und gegen Boss ist das natürlich gut, weil die letzten 10% vom Boss, ja, müssen wir dann eigentlich nicht fighten, weil, ja, die fallen dann automatisch um. Das ist halt der Todesstoß, der kommt dann halt nochmal dazu. Ich muss sagen, ich wusste, dass mit dem Königsmacher, dass damit die Minions gebufft werden, mit dem Spotify, das ist hier der gelbe Rand, der hier aufploppt. Das ist der... die Gemme gibt es ja, glaube ich, nicht mehr, ne? Ich glaube, die haben sie nämlich rausgenommen. Das war immer so ein... Ja, genau, die haben sie ja... Ja, Spotify gibt es nicht mehr. Oder aktuell nicht mehr als Gemme. Die haben sie ja vor zwei Ligen, glaube ich, rausgenommen. Man kann... Aber ihr seht, den Spotify-Effekt kann man zum Beispiel über diesen Königsmacher bekommen. Man kann auch im Passive Tree den irgendwo finden und skillen, habe ich schon gesehen. Ich weiß jetzt nur nicht auswendig, wo der ist. Das wusste ich. Ich wusste aber nicht mehr, dass der Kingmaker auch Todesstoß drin hat. Was natürlich zum Spielen ganz nice ist. Damit ich jetzt euch aber, weil ich habe jetzt den Königsmacher nicht zweimal gekauft, weil dafür hat dann die Kohle dann doch nicht gereicht, möchte ich euch das mal im Handel zeigen. Und zwar diese Items, die ich gekauft habe. Ihr seht, ich habe hier noch Handschuhe und Schuhe. Das zeige ich euch dann gleich. Und gehen wir mal hier drauf. Welche Items habe ich ihm aktuell angezogen? Also ich habe hier statt der Brustrüstung diese Brustrüstung angezogen. Hier können wir das lesen. Wenn wir den Graphus-Pelz würgen. Schuppenpanzer kaufen, kostet aktuell, es geht, 40 Chaos. Jetzt ist noch das günstigste, eher ein günstigeres Item. Aber wenn wir das haben, dann kommen alle über diesen Guardian 10% Lebensregeneration. Und ja, man hat das schon gemerkt, das war schon eine gute Verstärkung. Statt dieser normalen Rüstung habe ich jetzt diese Rüstung. Dann habe ich als Helm, also nicht mehr hier den anzüglichen Blick, sondern hier die Maske des angeschrieben. Okay. Ah, habe ich vergessen, in D&D zu gehen, aber machen wir kurz. Ich finde das dann immer ein bisschen unfair, wenn die Leute ja, einen anschreiben und dann wird man doch nicht angeschrieben. Oder ja, da wird man einfach ignoriert. Das wollte ich jetzt irgendwie auch nicht. So, dann sollten wir jetzt ungestört sein. Genau. Das und was ich auch noch sagen wollte, durch die Ringe haben wir jetzt statt 3300, ja 3000, fast 3000, ja 3740 live. Was uns natürlich auch hilft. Ah, das könnten wir noch aktivieren. Den würde ich mal raus, nicht, dass ich dann hier irgendwas überschreibe.
Aber das hilft uns natürlich, weil wir mehr Leben haben und 10% haben wir dann Lebensregeneration, also 370 Life-Reg pro Sekunde. Und das wirkt sich natürlich auf die Minions aus. Und hier haben wir ja auch nochmal Lebenserhöhung. Also das könnte ich noch kurz zeigen. Das sieht man dann hier. Dieser Animate Guardian, so wie er aktuell ist, hat 49.282 Leben. Wir haben das jetzt hier noch, genau, wir haben den noch gelinkt mit Fressrausch. Das heißt, die, ja, die Sachen sind aggressiver, machen mehr Schaden. Und hier haben wir nochmal Kreaturenleben. Hier erhöhen wir quasi das Leben von den Schemen und vom Guardian. Und genau, und gesupportet wird das hier eigentlich. Das ist so der aggressive Teil von dem Setup. Und das ist der defensive Setup-Teil, wo hier nochmal Leben gebufft wird. Gehen wir nochmal auf die Items zurück. Hier habe ich dann mir die Maske des verderbten Dämons Magistrat gegönnt. Und ihr seht, die kostet dann schon ein bisschen mehr. Also die ist schon nicht mehr so günstig. Aber hier ist es so, dadurch, dass auch unsere... Ja, wir haben jetzt so 1%, wir haben jetzt nicht wirklich das Ultra, Also diese haben hier einen kleinen Schild, glaube ich. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Aber hier hat man nochmal die Lebensregeneration pro 500 maximalen Energieschild. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt von uns zählt. Na, es ist, glaube ich, so gewesen, dass die Minions hatten ein Energieschild und dadurch, dass jetzt das auf dem Guardian ist, haben die zwar kein Energieschild mehr, nehmen aber das Energieschild, was sie hatten, als Lebensregeneration. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Prozent. Es ist jetzt nicht ultra viel, aber es ist nochmal ein kleiner Boost für den Animate Guardian, der dann unsere anderen Minions bufft, die dann einfach nochmal stärker werden. Genau, so war das. Dadurch haben die kein Energieschild mehr, aber das Energieschild, was sie haben, wird dann quasi weggenommen, so wie bei uns, wird dann weggenommen. Und bei uns wird es halt bei Mana dazu gerechnet und da wird es weggenommen und pro 500 Energieschild. Und es waren, glaube ich, knapp 1000 Energieschild, was sie hatten. Also nochmal 2%, glaube ich, so um die 2%. Lebensregeneration pro Sekunde. Also das war schon ein bisschen teurer. Hier ist es schon sehr viel teurer. Und jetzt kommen wir zur Waffe. Die Waffe, ihr seht, die Waffe kostet aktuell ja ungefähr 3 Divine. Genau. Und hier ist dann genau das, was ich gesagt habe. Verbündete im Kreis haben Todesstoß, haben das Verstärken plus 10, quasi den Spotify-Effekt, den Verstärken-Effekt. Und das ist halt nochmal ein Damage-Boost und auch, dass die Monster, dass hier nur 90% von, gerade von den größeren Bossen, nur noch Damage machen müssen, dann fallen sie einfach um. Und das ist so das erste Setup. So bin ich auch eine ganze Zeit lang gelaufen, da ich mir noch nicht ganz schlüssig war, wie ich das jetzt mit den anderen zwei Items habe, weil wir erinnern uns, wir haben noch Handschuhe und Schuhe zur Auswahl. Und wie wir das am besten kombinieren können. Dafür gehe ich nochmal zurück zu unserem Char. Wir hatten ja hier diese Ringe zuerst. Und hier bekommen wir nochmal minus 20% zu allen Elementarwiderständen. Und können halt einmal Feuer und einmal Kälte wieder hochstecken. Und das quasi das Minus quasi wieder ausgleichen. Dadurch, dass wir jetzt aber fast 400 Leben mehr haben, zahlt sich auf jeden Fall aus, hier mit diesen neuen Ringen zu spielen, weil wir einfach so viel Flat-Leben nochmal dazu bekommen. Und wir können hier nochmal den Reinheit des Feuers stacken, was uns nochmal einen Damage-Boost gibt. Hatten oder haben wir jetzt nicht das Problem. Aber dadurch machen wir ja prozentual weniger Schaden bei den Gegnern, weil wir haben jetzt nicht mehr 183%, sondern nur 143. Ne? Das heißt, wir machen jetzt nur noch statt 80% mehr Schaden nur noch so 40% mehr Schaden.
um das auszugleichen. Das habe ich noch doppelt gekauft, weil das kann ich euch kurz zeigen. Dann sprechen wir darüber. Und zwar gibt es hier einmal die Handschuhe. Die kosten nichts. Da ist nur wichtig dieser Mod. Verfluchte Gegner bei Treffern mit Elementarempfindlichkeit, erkläre ich gleich. Und dann die Handschuhe, die Schuhe, die kosten ein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe so 9 bis 10 Chaos bezahlt. Also es kommt immer darauf an, wie viele gerade aktiv sind. Aber so 9 bis 10 Chaos. Und hier ist halt wichtig, dieser Mod kann einen zusätzlichen Fluch anwenden. Und das sind so die zwei wichtigen Sachen. Weil wir haben ja nochmal zur Erinnerung in unserer Waffe, wenn wir einen Spell nutzen, in dem Fall hier unseren Absolution oder was auch immer, haben wir ja die Möglichkeit, einen Zauber, den wir hier in der Waffe haben, zu triggern. Und dafür nutzen wir ja einmal das Seelenopfer, um unsere Minions zu buffen, höhere kritische Trefferchance zu bekommen. Dann verwenden wir das Entweihen, damit wir Leichen erzeugen, falls keine Leichen da sind, die im Umkreis sind. Dann können wir bis zu 10 Leichen auf einmal konsumieren. Und je mehr egal wie viele Leichen. Auf jeden Fall in einem gewissen Radius können wir Leichen erzeugen, falls keine Leichen da sind. Wenn Leichen da sind, weil wir Minions gekillt haben, werden die Leichen, die am Boden liegen, werden konsumiert. Und je mehr Leichen wir auf einmal konsumieren, umso höher ist dann den Buff, den wir an unsere Minions weitergeben. Und als letzten Spell haben wir ja hier diesen Fluch, Mal des Assassinen. Und damit, wenn wir irgendwo draufhauen, gerade bei Bossen oder so, wo wir öfters draufhauen, geben wir ihm dann den Fluch. Da ist dann oben so ein hellblaues so Target-Sign auf dem Boss. Das heißt, der Fluch ist auf diesen Boss angewendet. Und wenn wir diesen Boss dann killen oder die Mobs, je nachdem, wo der gerade anliegt, weil das ist ja dann wie eine Aura. Und alle, die dann damit verflucht werden, geben uns, wenn wir sie killen, Leben und Mana zurück. Und dann nochmal kritische Trefferchance, Multiplikator. Auch hier nochmal erhöhte. Also ihr könnt es lesen. Ne? Also damit können wir quasi, wenn wir casten, die Leichen entweder von den Monstern, die wir schon gekillt haben, oder indem wir dann einfach, falls keine Leichen da sind, casten wir selber Leichen, können diese dann konsumieren und damit können wir dann einmal die Minions buffen oder die Minions, die halt oft oder lange leben, werden von uns automatisch verflucht und dadurch bekommen wir halt wieder Leben und Mana zurück. Genau, das ist das Setup. Und jetzt ist das Problem, man kann standardmäßig pro Char maximal einen Fluch anwenden. Und das ist dann egal, ob das jetzt hier zum Beispiel ein Mal des Assassinen ist oder ob das hier eine Leitfähigkeit ist, also wo wir nochmal minus Blitzschaden machen. Es ist halt die Kategorie Fluch und da kann man nur einen pro Char aktiv halten. Jetzt gibt es aber, da es ja auch einem Charaktere gibt, der falsche Baum, hier, und zwar Fluch, das müsste hier oben irgendwo sein. Und zwar, genau, hier oben bei der Hexe ist das, ich glaube es gibt dann nochmal woanders. Aber ich will das jetzt mal zeigen. Auf jeden Fall habt ihr hier oben ist glaube ich auch nochmal die Möglichkeit, oder? Genau, aber ihr könnt es dann immer, aber hier können wir das zum Beispiel skillen, dass wir noch einen zusätzlichen Fluch anwenden können. Dann könnten wir zum Beispiel 2 Flüche verwenden, kostet sehr viel, 3 Golden Oil. Und genau, aber hier könnten wir unser Maximum Level zum Beispiel erhöhen. Dieses Maximum-Level können wir auch erhöhen mit Items, die wir tragen. In dem Fall zeige ich das mal an den Schuhen. Die Schuhe, wenn wir die Schuhe tragen, dann hätten wir auch einen zweiten Slot. Mit diesem Spell auf dem passiven Tree hätten wir dann theoretisch sogar 3 Slots. Ne? Also ihr seht, man kann dann auch mit mehr Flüchen spielen. Und meine Idee war jetzt, dadurch, dass wir jetzt hier bisschen durch die Ringe, da wir jetzt halt zwar tankier sind, aber weniger Schaden machen, weil wir halt weniger Blitzresistenzen übertragen, ein bisschen einen Nachteil bekommen,
nicht mehr so viel Damage geht bei den Minions durch, habe ich mir hier diese Handschuhe genommen. Wichtig ist nur für uns, dass der implizit verflucht Gegner bei Treffern mit Elementarempfindlichkeit, und dann steht drunter, was ist Elementarempfindlichkeit. Also alle bekommen minus 15% Elementarwiderstände, in dem Fall Feuer, Kälte, Blitz. Das ist dann all over time. Also über alle drei Resistenzen hinweg. Und das hält 8 Sekunden an. Das heißt, wenn der Animate Guardian diese Handschuhe konsumiert hat, dann wird der den Fluch anwenden. Jetzt ist das Problem, wenn ihr nur einen Fluch quasi aktiv haben könnt, weil ihr habt ja standardmäßig nur einen Fluch pro Charakter, dann könnt ihr entweder euren Fluch auf den Gegner übertragen, in dem Fall mal des Assassinen, oder der Animate Guardian wendet seinen Fluch an. Und je nachdem, welcher Fluch dann triggert, überschreibt er dann den Fluch vom anderen. Entweder der Animate Guardian hat den Boss getriggert mit Elementarempfindlichkeit, und wir casten dann und es unser Fluch ploppt, dann überschreiben wir den anderen Fluch. Und umgedreht, wenn unsere angewendet ist und der Guardian aktiviert seinen Fluch, dann wird unsere überschrieben. Und damit das nicht passiert, habe ich dem Guardian diese Schuhe gegeben, damit der Guardian quasi diesen Slot hat, einen zusätzlichen Fluch anzuwenden, und somit haben quasi auf unseren Charakter das jetzt freigeschaltet, einmal über uns einen Fluch über den Guardian, und somit ist dann egal, ob der Guardian den Fluch auslöst oder wir. Das wird nicht überschrieben bei diesen Zweien, sondern ich habe das dann getestet, deswegen ist hier noch die Map offen, weil ich war jetzt noch ein paar Mal unterwegs und es ist nicht leicht zu sehen, welcher Fluch aktiv ist, weil oft die Monster relativ schnell sterben. Aber bei größeren Bossen und bei den Essenzen sieht man da schon, dass beide Zeichen aktiv sind. Also sowohl Mal des Assassinen, das ist so ein blaues, so wie man so ein Ziel von so einer Zielscheibe, so ein Target hat, unten dann noch so irgendwie so ein komisches Zeichen dran, aber das ist das Assassinen-Ding. Wenn ihr das über einem Kopf seht, dann wisst ihr, das ist der Fluch, der in der Waffe ausgerüstet ist. Und das Elemental, das ist dann auch so ein Dreieck, so ein rot-blaues Dreieck-Symbol. Wenn das auf dem Gegner oben ist, dann ist das Elemental in Empfindlichkeit auf dem Monster angewendet. Und man sieht es nicht so leicht, aber man kann es sehen. Vielleicht auch, wenn ihr dann auf Pause drückt im Video, dann kann man sehen, dass beide Flüche auf diesem Monster sind. Das heißt, wir können von beiden Sachen profitieren. Das heißt, zu diesen 143% kommen jetzt wieder 15% obendrauf. Ich habe das hier nochmal auf die Seite gelegt. Und zwar, hier steht ja nur, ja, verflucht Gegner mit Elementarempfindlichkeit. Wenn ihr Alt drückt, könnt ihr nochmal genauer nachlesen, was das heißt. Und manchmal ist nicht klar, ist jetzt minus 15% Level 1 oder Level 10, Level 5. Es gibt da immer ein bisschen unterschiedliche Abstufungen. Und wenn man dann aber hier bei Lilith die Gem zum Beispiel kauft, dann sieht man, okay, Level 1 hat minus 15% und hält 8 Sekunden an. Das heißt, hier ist quasi dieser Level 1 Gem auf diesen Handschuhen drauf. Und genauso ist das dann auch beim Kingmaker. Der Kingmaker hat ja hier 10%. Genau, und ich glaube, die 10% bleiben auch immer 10%. Ja, es kann sein, dass es dann vielleicht auf 15% erhöht, aber das weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber ich glaube, es waren immer 10%. Es wird dann einfach nur mehr Damage geben. Also mehr Damage geht dann an den Aktiv-Skill raus. Aber das ist das Setup, für was ich mich entschieden habe. Die Schuhe sind nicht so teuer, die Handschuhe sind auch nicht so teuer. Ich bin auch eine ganze Zeit lang gelaufen mit Kingmaker. Also ihr seht hier den Königsmacher, die Kopfrüstung und die Brustrüstung. Hatte die alten, also unsere alten, normal, die normalen Handschuhe, die ich immer verwende. Und die Schuhe, bin einfach mal rumgelaufen, habe ein paar Maps gemacht, habe geschaut, was kann ich noch machen. Und habe dann gesehen, okay,
es gibt hier geile Ringe, hab dann Ringe noch geshoppt, hab dann gesagt, okay, wir haben jetzt ein bisschen weniger Schaden, kann ich das irgendwie ausgleichen? Hab das dann, ja, kann ich auch sagen, ich habe im Netz natürlich ein bisschen rumgeschaut, welche Kombinationen kann man machen und bin dann hier auf diese Kombination gestoßen, dass man hier einen Fluch, ja, dem Animate Guardian gibt. Und damit der Fluch aber nicht von seinem eigenen Fluch, weil ich habe ja selber einen Fluch, wenn ich das nicht hätte, wenn ihr hier irgendwas anderes reingibt und dann selber keinen Fluch verwendet, dann bräuchtet ihr die Schuhe nicht und dann könnt ihr auch andere Boots nehmen. Also das kann man auch sagen. Ne? Aber ich wollte bei dieser Kombination bleiben und darum habe ich mir hier die Schuhe rausgesucht, damit wir einfach noch einen zweiten Fluch anwenden können. Und so ist jetzt mein aktuelles Setup. Ich hoffe, das war ein bisschen verständlich, wie ich zu diesem Guardian komme und wie ich den jetzt aufgebaut habe. Und mir ist klar, dass das jetzt natürlich nur in meinem Fall, ich habe es jetzt auf mein Setup abgestimmt, man kann natürlich den Guardian auch noch komplett anders spielen. Man könnte auch diesen Build anders spielen. Und zwar, man nimmt dann diese Rüstung weg, nimmt sich eine Rare-Rüstung, macht hier einen richtig krassen Guardian rein, habe ich schon gesehen. Und man kauft dann einfach einen anderen Helm. Es gibt so 6-7 Sockel, also wo dann Kreaturenschaden, Kreaturenleben, was auch immer, hier in dem Helm ist, baut dann in dem Helm den Absolution ein. Halt 4 Link plus, glaube ich, 3 Link dann über den Helm, also bis zu 7 Link. Und hat dann hier auf der Brustrüstung seine Schemen und seinen Guardian. 1-5 Link und 5 Link Schemen. Kann man natürlich umbauen und man kann natürlich dann auch dem Guardian ganz andere Items noch geben. Also es gibt noch Doppelgänger als Rüstung. Ja, noch viele, viele andere. Ob das jetzt Schuhe sind, auch eine andere Rüstung. Ich glaube, die habe ich gerade nicht mehr. Ne, die eine Rüstung habe ich gesixt-linked und verkauft. Ja, die habe ich schon verkauft. Hat schon wer gekauft. Genau, es gibt ja den Fleisch oder Fleischfresser, die Brustrüstung. Und wenn ihr mit dieser Rüstung spielt, dann könnt ihr auch noch ein paar andere Items verwenden, wieder für den Guardian. Also es gibt da auch andere Möglichkeiten, das will ich nur mal dazu sagen. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Helm nehmen. Ich habe jetzt hier einen Unique-Helm. Aber es gibt natürlich auch Rare-Helms mit Implizit, die man dafür verwenden kann, dass man auf dem Implizit, glaube ich, auch nochmal drauf hat. Gegner, die es in dem Radius sind, bekommen nochmal minus zu irgendeinem Element, also minus Elementarresistenz. Also da gibt es echt viele, viele, viele Möglichkeiten. Auch bei Boots, andere Sachen. Und es ist, ich habe versucht, das ein bisschen in den letzten Wochen mir auch selber anzuschauen, da ich jetzt nicht der Mainbro in Minions bin. Ich habe schon hier und da ein paar Minions gespielt, auch mit Golems, auch andere Sachen. Und so habe ich mir den Guardian auch rausgesucht, um meine Minions zu stärken, weil wir sind ja am Anfang mit Skeletten rumgelaufen, haben wir die Skelette, waren ja unser Hauptcast, den wir gecastet haben. Und der Absolution war ja eher so ein Support, was wir dann erst später nach anderthalb, zwei Wochen umgebaut haben auf ein Full Absolution Build. Und je nachdem, wie ihr dann den Build spielen möchtet oder welche anderen Optionen habt, vielleicht findet ihr irgendwie ein krasses Schild, was ihr verwenden wollt oder krasse Schuhe oder irgendwas und ihr baut es dann um dieses Item euer Build aus. Deswegen, es gibt da viele, viele andere Möglichkeiten. Das ist jetzt eine Möglichkeit, diesen Animate Guardian hier auszurüsten. Und ich finde es halt immer noch so lustig oder so schön gemacht, dass selbst wenn man den jetzt hier sieht, man sieht genau die Helm, den er anhat. Man sieht die Waffe, man sieht sogar die Schuhe hier unten. Die Handschuhe sieht man auch nicht so stark. Aber es ist halt echt lustig gemacht oder schön gemacht im Detail. Je nachdem, was ihr dann anhat für eine Ausrüstung, seht ihr das auch bei diesen, ja, an dem Design von Animate Guardian. Finde ich echt nice gemacht. Und ja.
Genau, ich würde sagen, wir belassen das mal hier dabei bei der Diskussion oder ja, bei dem Animate Guardian. Also so habe ich das jetzt auf mein Setup, was ich jetzt hier habe, umgemünzt. Ich habe das so umgebaut, nachdem ich Waffe, Rüstung und Helm ausgetauscht habe, dass ich hier nochmal einen zusätzlichen Fluch anwenden kann, diesen Curse hier. Und damit das möglich ist, habe ich mir Boots gesucht, die das ermöglichen. Ansonsten, wie gesagt, man könnte das auch umbauen. Ich hoffe, ihr konntet damit ein bisschen was anfangen. Und ja, wer da Bock hat, das nachzubauen, gerne rein. Auch gerne fleißig kommentieren. Ich bin jetzt dabei. Ich würde jetzt mir dann in den nächsten... Ich habe leider noch nicht so wirklich was Geiles gefunden. Und zwar mit den Schemen noch mich irgendwie beschäftigen. Wir haben ja diesen einen Schemen, der uns Energieladungen bringt. Der andere Schemen bringt uns Rasereiladungen. Das sind die grünen. Und wir haben den haarigen Knochen-Ding für Power-Charges, Power-Ladungen. Aber die Power-, die Endurance-Ladungen funktionieren leider nur auf diesen einen Minion. Der überträgt die nicht auf die gesamte Gruppe. Da bin ich echt noch am Überlegen oder Schauen. Vielleicht hat der ein oder andere da einen Tipp und würde mich auf jeden Fall freuen in den Kommentaren, welchen Minion man da nehmen könnte. Weil ich suche einen Minion, der Power Charges generiert durch seine Angriffe, aber diese Power Charges auch an die Gruppe abgibt. Das heißt an die Gruppe, die anderen Minions und an uns selber, weil... Ich zeige das mal hier in den Ladungen, das sind die Widerstandsladungen. Dadurch, dass wir keine Ladungen bekommen, haben wir diesen Bonus nicht. Und wenn wir diesen Bonus noch aktivieren könnten, und ich glaube, das ist möglich, würden wir hier 3x4, also nochmal 12% physische Schadensminimierung bekommen und 12% zusätzliche Elementarwiderstände nochmal pushen. Das heißt, wir würden dann hier nochmal besser dastehen. Auch ein bisschen schlechter im Blitz, aber hier oben nochmal besser und hier auch noch ein Ticken besser. Deswegen, es ist nicht so wichtig, deswegen, ja, ich laufe jetzt mit dem Setup um, ist okay. Aber das wäre halt noch so ein nice to have. Die Rasereiladungen bekommen wir, das heißt, wir bekommen nochmal 4% Attack Speed und Castgeschwindigkeit pro Ladung und wir bekommen für die, das sind die, was? Also, ja, Rasereiladungen, genau. Und nochmals 12% mehr Damage. Also in Summe 3x4 immer, ne? 12, 12, 12 ist, wenn wir 3 Ladungen haben. Und die Energieladung ganz am Ende. Das heißt, wir bekommen mal 150% kritische Trefferchance pro Energieladung. Also für 3 dann in Summe 50 pro Ladung. Das ist unser aktuelles Setup, würde ich sagen. Es ist solide. Auch hier der Damage ist okay. Krass, ich habe ja gesehen, ich hatte ja hier schon mal so ein Absolution mit hier mit 2120 und das Krasse ist, wir haben jetzt hier, dann haben wir die Wahlfunktion nicht, aber wenn wir den normalen Absolution haben mit 2020, das ist hier dieser, dann kommen wir auf ja, 63.700 Damage. Und wenn wir hier einen 21er hätten, bumm, einfach mal knapp 7000 oder 7000 Damage, einfach nochmal flat oben drauf. Leider fehlt dann hier ein bisschen die Wahlfunktion, deswegen, ihr seht, ich habe versucht schon ein Gem zu bekommen. Auch hier habe ich kein Glück gehabt. Ja, das ist manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn man die Wahlfunktion nicht trifft, weil... Es reicht leider nicht, wenn so wie hier ist, 21 und 20 zu treffen, sondern er muss doppelt brechen. Er muss einmal ein Level höher werden und er muss von der normalen, von dem normalen Spell zu einem Wahlspell werden. Also, und das ist schon schwierig, dir das plus eine Level zu treffen und dann halt noch zu wahlen, ist halt nochmal schwieriger. Es ist noch geringer die Wahrscheinlichkeit und bis jetzt. Ihr seht, wir haben hier schon noch viele rumliegen. Wir haben hier noch ein paar rumliegen. Ich habe auch schon wieder welche geschrottet. Weil, ja, ich brauchte wieder neue Prismen.
Ja, aber so ist es halt, ne? Also, aber wenn ich hier noch einen 21-20er treffe oder hitte, dann wären das nochmal flat. Nochmal knapp 7000 Damage mehr. Einfach so mehr, ne? Halt insane. Und ja, macht auf jeden Fall Bock. Dann, jetzt haben wir so viel über den Guardian und die Buffs und alles, was er da macht, gesprochen. Dann würde ich auch sagen, wir nehmen jetzt hier einfach mal eine Karte her. Zack. Wir schauen mal, was wir so treffen. Ja, ist okay. Schauen wir mal, ob wir noch was Geileres treffen. Ja, das ist nicht gut. Wenn wir kein Mana regenerieren, kriegen wir auch, also kein Energieschild und so regenerieren, bekommen wir auch kein Mana. Dann können wir nicht mehr casten. Das ist sehr ungünstig. Ja, Elementarschaden reflektieren ist auch sehr ungünstig, weil dann sind wir instant tot. Weil, ja. Hier, wenn wir 60.000 Damage machen oder so und selbst wenn dann nur 10% reinkommen, dann sind da 6.000 Leben und dann ist man One-Shot, ne? Also ihr könnt euch das ausrechnen. So, größeres Leben. Ja, könnten wir. Blockchance, da die Blockchance auch für die Minions zählt, ist es immer ein bisschen ungünstig, wenn das dann 30% weniger ist. Ja, okay, ist jetzt auch keine super krasse Dings halt. Ja. Ja. Ja, okay. Die können wir machen. So. Haben wir alles aktiv? Ja, wir haben unsere Schemen, wir haben unseren Golem und wir haben unseren Guardian aktiv. Haben wir alle Auren aktiv? Ja, haben wir. Ja, das ist immer, wenn man hier so ein bisschen rumeiert und dann vergisst, die Sachen wieder umzustellen und dann in der Map merkt, oh hoppala, da funktioniert was nicht, dann ist das ein bisschen unangenehm. Und deswegen den Guardian immer dann wegmachen, nur wenn ihr ihn braucht, in die Leiste holen und sonst wieder deaktivieren. Ich würde ihn dann auch nicht auf der Steuerung, kann man ja umschalten, da nicht reinlegen, weil wenn ihr auf der Map euch Panik oder so und ihr verwendet Steuerung oder was auch immer und ihr konsumiert aus Versehen irgendein Item, was am Boden liegt, dann überschreibt ihr eure Items, die der Guardian ja, in sich trägt. Und es ist dann super ärgerlich, wenn ihr die Waffe überschreibt, zum Beispiel, die kostet ja 3 Divine, dann habt ihr einfach mal 3 Divine überschrieben und das ist super unangenehm. Deswegen, ich mache das immer so, nur wenn ich ihn brauche, hole ich ihn in meine Castleiste. Ansonsten deaktiviere ich das immer, einfach damit ich nicht in die Verlegenheit komme, den aus Versehen irgendwie zu triggern. Ja, ich hatte jetzt nach der letzten Map wieder neue Gems auf 20 gelevelt und die habe ich jetzt in der zweiten Waffenauswahl einfach reingegeben. Die Waffen sind ja immer noch die von der ersten Woche oder so. Das sind einfach nur Waffen, die jeweils 3 Sockel haben und mit denen wir dann quasi einfach nur Gems im Hintergrund nachziehen, weil jede Gem bekommt ja EP für Monster, die wir killen. Und das ist dann egal, ob das im aktiven oder im passiven, im zweiten Waffensetup ist. Und ich mache das dann gerne, dass im zweiten Waffensetup ich einfach Gems nachlevel, die ich dann gerne noch wählen möchte. Und da ist eines davon Sachen, die ich noch nicht auf 21 irgendwas habe. Jetzt haben wir gesehen, wie krass die Brustrüstung die 10% Leben regeneriert. Wir haben einen recht großen Hit kassiert. Und ihr habt gesehen, wie schnell das Leben wieder hochgetippt ist, ne? Also, ja, ist. Und die Rüstung ist noch nicht das teuerste. Die kostet so 40, 50. Kommt immer ein bisschen drauf an. Chaos ist jetzt auch kein Schnäppchen, ja. Dafür könnt ihr euch dann schon im Summe 4, 5
komplette Guardian ausrüsten, nur für die eine Brustrüstung, aber ist jetzt nicht ultra krass teuer. So, und ja. Und wenn man, ja, bei den Trash-Mobs sieht man das leider ein bisschen schlecht, weil die halt nicht lange genug leben. Aber wenn, ja, wenn ihr so ein rotes Dreieck über den Monstern seht, dann ist das die Elementarempfindlichkeit, die der beseelte Wächter auslöst. Und wenn ihr dann so ein hellblaues Assassinen-Target ein Logo seht oder Icon, dann ist das das Mal des Assassinen, was wir selber wirken auf die Monster. Und es ist echt nicht wirklich gut oder leicht zu sehen. Der hat jetzt auch nicht wirklich lange überlebt, ne? Deswegen, es ist schwer zu sehen bei wirklich großen Bossen oder längere dauernden Fights sieht man das ein bisschen besser. Und dann, ja, deswegen, ja, muss man immer ein bisschen, musste ich auch ein paar Maps, ich bin jetzt keine Ahnung, wie viele Maps gelaufen, um das dann wirklich zu sehen, ne, bei den Bossen. So, was nehmen wir hier? Das möchte ich nicht, die Life-Regeneration. Ich versuche hier so knapp, die Kiste nehme ich noch mit, so. So. Ist egal, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Das können wir auch alles mitnehmen. Ich mache das mal hier hinten. So. Dann gehen wir hier hoch. Ja. So, gut. Damit zünden wir das Ganze, den ganzen Spaß mal. Ja, da seht ihr es gerade, ne? Das rote Zeichen ist vom Guardian und gerade hat man auch kurz gesehen das Assassinenzeichen. Ja, ich darf nicht zu knapp zu den Monstern hin, weil sonst, ja. Ihr seht, wenn wir hier Damage kassieren, dann tut das weh. Ihr seht das hellblaue Zeichen. Man hat es kurz gesehen. Ihr könnt ja im Video kurz zurückgehen und dann stoppen. Deswegen meine ich, ist es dann immer, wenn man das dann später nochmal im Video nachschauen möchte, ist es ein bisschen einfacher. Oh, wir sind voll. Immer ein bisschen einfacher dann, wenn man das Video einfach anhält und dann nochmal schaut, ob das jetzt auch wirklich so ist, wie man sich das vorstellt. Weil, ja, man liest das zwar und ich weiß auch, dass mit den Curses, also mit den Flüchen, dass jeder Char nur einen Fluch hat und wenn man das oder wenn man mehr haben möchte, muss man das dann skillen, leveln etc. So, ich packe mal die Sachen einfach weg. Und genau, und dann kann man, wenn man das quasi skillt, dann kann man auch mehr wie einen Curse verwenden. Aber ja, gerade auch bei den Minions war ich mir da nicht hundertprozentig sicher, ob wenn wir das wirken und ob der Guardian, wenn der das dann wirkt, auch wirklich wirkt und dann auf den Monstern, auf den Minions, auf den Gegnern quasi auch ankommt, ne? Weil es kann ja sein, dass der das 10-mal wirkt, aber es kommt dann nicht an oder man sieht es nicht. Und gerade das ist am Anfang ein bisschen... Oh, hier sind schon die Bosse. Ja, und genau, und erschwerend kommt dann noch dazu das grüne Symbol. Hier dieses Icon, wenn das über den Feinden kommt, dann habe ich das als Target quasi markiert für die Minions, dass die dorthin laufen und das fokussen. Das heißt, wir haben jetzt drei Icons, die über diesen Minions ja spawnen oder auftauchen und da dann immer das Richtige zu interpretieren, was man da sieht, weil man möchte ja auch jetzt möchte jetzt auch nicht 10 Minuten neben denen stehen und mir das einfach mal in Ruhe anschauen,
ob das jetzt so ist oder nicht, sondern ich will mich schon bewegen, weil ich habe eigentlich keinen Bock zu sterben. Sondern ich will ja irgendwie weiterkommen. Ah, das hatte ich auch ganz vergessen zu sagen. Ich hatte ja noch ein Level-Up in der Woche. Und zeige ich euch gleich, wo ich das hin investiert habe. Ganz unspektakulär. Ich zeige das mal kurz. Ich habe ja hier das eine hier noch aktiviert. Und zwar erhöht die Wirkung von Opfern 20%. Wir haben ja den Ein-Opferer-Spell in der Waffe drin. Und wir sind ja am Anfang hier oben gewesen bei der Nekromantin. Und dass die Opferungen einfach stärker sind und auf uns wirken. Jetzt wirken sie halt nur auf die Minions. Aber sind halt schwächer. Und hiermit können wir das ein bisschen kontern. Hier haben wir nochmal 20% zurückbekommen. Genau, das Opfern war hier das Seelenopfer, ne? Das ist eine die Opferung. So. Nur das dazu. Was sind die Pläne jetzt für den Build? Also meine Pläne sind jetzt weiter zu farmen. Geartechnisch schaut es eigentlich ganz gut aus. Klar, es gibt natürlich immer irgendwie noch bessere Items und irgendwie noch besseren Shit, den man irgendwie kaufen kann. Dann immer, oder theoretisch, sagen wir mal so, es gibt ja oft Sachen, die am Papier theoretisch und so möglich sind, aber es ist am Ende die Frage, ob die A überhaupt verkauft werden, ob die überhaupt auf dem Markt angeboten werden, ist, weil es kann ja auch sein, dass Items zwar theoretisch schon gibt und Leute, die auch so ein Bild spielen, natürlich die das Broken Icon Item selber für sich verwenden. Aber es gibt dann irgendwie nichts, was verkauft wird. Dann kann man dann auch keine besseren Items kaufen. Oder die Items sind wirklich so krass und kosten Unmengen, dass dann die Frage ist, zahlt sich das dann wirklich aus für den hohen Preis? Ja, für diesen hohen Preis überhaupt das Item zu kaufen, ne? Das ist dann immer so eine Abwägungssache, finde ich. Ja, ob sich das dann wirklich noch auszahlt. Klar, wenn ich ungeschränkt Ressourcen habe, wenn ich genug Currency reinbekomme im Laufe meines Spiels, und ich hatte auch schon Seasons, wo ich Chars ausgerüstet habe mit 1-2 Mirrors, also ist ohne Probleme möglich, wenn man auch ein bisschen Lootglück hat, etc. Und dann kann man sich natürlich auch richtig krasse Items kaufen. Oder man hat Glück beim Craften, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe immer Pech. Oder nicht so geiles Glück beim Craften. Deswegen habe ich das ja nicht so krass geforst, sagen wir mal. Aber ja. Klar kann man da noch neue Sachen oder noch stärkere Items kaufen. Mein Fokus ist jetzt, nachdem wir jetzt ja den Bild so halbwegs aufgebaut haben, ich finde, er ist ganz solide. Es ist auf jeden Fall noch eine Sache, oder also sind noch ein paar Sachen möglich hier mit plus 1, also 21er Gem. Auch hier kann man noch die ein oder andere Gem verbessern. Da bin ich auch hier dran. Ihr seht es, ne? Ich versuche hier echt neue Sachen auch mit nachzuziehen. Hier sind schon die nächsten Absolution fast soweit. Oh, den sollte ich da unten rausnehmen. Na, es wurscht, irgendwas, nur nicht den. Das meine ich ja, ich versuche den dann immer rauszunehmen. Auch die Dinge würde ich gerne wieder rausnehmen. Einfach aus dem Grund, damit man das nicht überschreibt. Auch bei den Schemen ist so, wenn ihr die Schemen aktiv habt und ihr würdet dann irgendwo eine Leiche, ich caste mal Leichen. Ja, hier sind Leichen, und wenn ich jetzt hier die Schemen habe, irgendwo ausgerüstet und ich komme hier auf eine Leiche und drücke A oder Fettfingern und ich würde den dann anklicken, dann überschreibe ich auch so eine Scheme. Deswegen versuche ich die dann immer nicht aktiv zu lassen. So, den muss ich wieder aktivieren, weil durch den Waffenswap, ja, fliegt die Sache raus. Aber so gesehen finde ich den Bild schon ganz gut. Mein nächstes Setup oder meine nächsten Pläne sind hier auf jeden Fall hier diese Gems. Also entweder ich versuche oder schaue mal, ob ich irgendwelche Cluster-Tools finde, die vielleicht noch den, ja, wo diese drei Sachen vielleicht auf zwei, also hier zwei und hier zwei, und das ist egal, welche zwei von diesen
4 Fähigkeiten ihr kombiniert. Vielleicht würde ich gerne hier ein paar weniger Dinge haben, weil hier haben wir einen passiven mit 12 Fertigkeiten. Wenn wir hier, ich sage mal, vielleicht auch einen 8er oder 10er nur nehmen oder finden, dann könnten wir theoretisch 2 Punkte nochmal investieren woanders. Und ich würde wahrscheinlich hier hinten nochmal in Leben investieren. Ja, das lacht mich auf jeden Fall an. Da wir jetzt echt schon gut Damage machen. Was ich auch am Überlegen bin, hier hochzugehen. Hier wären auch nochmal 2 Punkte. Und da habe ich auch schon was gekauft. Kostet gar nicht so viel. Kostet, glaube ich, 10 oder 20 Chaos. Und zwar hier diese Tätowierung. Das heißt, wenn wir dann eine Stärke-Note, also so eine plus 30 zu Stärke, und das ist hier so eine Note mit plus 30 zu Stärke, könnten wir das umwandeln in eine, ja, plus 1 zu allen Stärke-Gems. Und Stärke-Gems sind ja hier, ne, ist unser Absolution, unser Guardian. Auch das wäre, glaube ich, dann gar nicht so interessant. Aber das vielleicht noch. Aber auch hier der Banner, Entschlossenheit und Reinheit des Feuers würde dann nochmal stärker werden. Auf jeden Fall, das sind so die mittelfristigeren Ziele. Genauso wie ich würde dann ja diese 2 Gems hier noch austauschen. Ich habe die jetzt echt noch schon ewig drin, habe da jetzt auch nicht mehr viel gemacht, muss ich auch sagen. Aber da kann man auf jeden Fall noch, ja, optimieren, würde ich sagen. Ich würde dann vielleicht auch was nehmen, wo man das Corrupted oder wo das sehe ich manchmal, wenn wir zu viele Blutstacks, so Corrupted Blutstacks auf uns und den Minions haben, dann verlieren die doch recht schnell viel Leben. Und dann muss ich versuchen, schnell rauszukommen aus dieser Gruppe oder wegzukommen. Darf aber auch nicht zu weit laufen, weil wenn man blutet und das ist der Effekt, so während man läuft und blutet, verblutet man immer schneller. Das heißt eigentlich, wenn man blutet, ist wichtig, stehen zu bleiben, damit die Blutung schnell aufhört und dann erst weiterlaufen. Das Problem ist aber, wenn neben dir der Gegner steht und dann erstmal stehen bleiben und sagen, hey, warte mal, chill mal kurz, ich muss hier meine Wunden verarzten, bevor es weitergeht, dann kommt das nicht so gut. Deswegen erstmal weglaufen und ja. Aber das sind so Feinheiten, die würde ich dann in der nächsten, ja, in der nächsten Woche angehen. Kommt natürlich auch drauf an, wie gut wir, ja, mehr Currency dann bekommen. Weil ich glaube, die zwei Cluster Jewels kosten jetzt nicht ultra viel. Also ich rechne pro Jewel vielleicht mit 50 bis 100 Chaos. Vielleicht auch mal ein Divine, aber das wäre mir dann schon fast zu teuer oder... Ja, es wäre dann unnötig teuer, glaube ich. Also das ist so meine aktuelle Preisvorstellung. Und hier, ja, Abgrundjuwelen, aber halt mit mehr Minion-Support, also mehr Damage drauf. Es gibt ja auch mit Attack-Speed. Und was auch ganz gut wäre, Elementarwiderstände nochmal für die Minions stacken, damit die einfach noch tankier werden. Weil man sieht das schon, auch wenn man irgendwie in ein Monster reinrennt, was viel Elementarschaden macht und da kommt, wenn ich Blitz oder Kälte oder was auch immer an, dann kriegen die halt auch relativ schnell viel Schaden. Und das sind so die mittel- bis langfristigeren Ziele. Ich weiß nicht, ob ich das schon bis nächstes Wochenende schaffen werde. Hängt natürlich ein bisschen vom Lootglück auch ab, wie viel Currency kriegt man zusammen. Und dann würde ich gerne hier weitere Dinger noch verkraften. Also diese Tätowierung des Valko-Schamanen. Ich habe immer mal hier und da mal versucht, ein paar nachzukaufen. Ja, ist ein bisschen mühsam, so immer so einzelne Tattoos nachzukaufen. Aber das ist so auch so eine Sache, was man auf jeden Fall sich überlegen könnte. Hier nochmal überall 1% Damage, also 1% Blockshanks rauszubekommen. Das heißt, die sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16. Also so 15-16% nochmal mehr Blockschaden. Also 15-16% nochmal mehr dazu. Das heißt, wir wären hier bei 60% Block, Chance
Schaden zu blocken, das wäre natürlich auch nochmal strong. Also das sind so die Möglichkeiten, die ich aktuell so sehe und wo ich jetzt, ja, drauf hinspare. Gut, und ja, ich hoffe, wir konnten das jetzt ein bisschen aufschlüsseln. Ich konnte ein bisschen aufklären, wie das mit dem beseelten Wächter, mit dem Animate Guardian ist, wie ich das jetzt für meinen Bild gelöst habe. Ich habe versucht, hier und da euch die Möglichkeiten aufzuzeigen, welche Möglichkeiten ihr noch habt, dieses zu verbessern. Ich würde mich freuen, wenn jemand mir ein bisschen helfen könnte bei diesen Schemen. Ich suche halt, wie gesagt, einen Schemen, der diese Widerstandsladungen generieren kann und nicht nur für sich selbst, sondern diese auch an unsere Gruppe, an die anderen Minions weitergeben kann. Weil das würde halt nochmal 12% Damage Reduced sind und 12% mehr Elementarwiderstände erhöhen. Das wäre auf jeden Fall nochmal so eine geile Option. Wenn da wer was hat, würde ich mich auf jeden Fall über einen Kommentar sehr freuen, also wirklich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag noch. Hoffe, ihr könnt gut in die neue Woche starten und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Servus.